find me some hoes, homie. You need to pump your brakes and drive slow, homie. My homie Molly used to stay 79th May. One of my best friends from back in the day. Down the street from Calumet, a school full of stones. He nicknamed me K-Rock, so there, leave me alone. Bulls jacket with his hat broke away. Kannst du ein Märchen erzählen? Es war einmal ein alter Esel. Hat viele Jahre bei einem Müller gedient. Aber jetzt kann er nicht mehr so gut arbeiten und der Müller will ihn loswerden. Der Esel merkt, dass sein Herr etwas Böses im Sinn hat. Deshalb läuft er davon. In Bremen kann ich als Stadtmusikant mein Brot verdienen, denkt er. Als eine Weile gegangen ist, sieht er einen alten Hund am Wegesrand liegend. Warum liegst du hier am Wegesrand? Ach ja, jetzt bin ich alt und werde jeden Tag schwächer. Weil ich nicht mehr auf dem Jagd gehen kann, will mich meine Herren totschlagen. Deshalb bin ich davon gelaufen. Aber wo soll ich nun hin? Der Vorschlag gefällt dem Hund und sie gehen zusammen weiter. Es dauert nicht lange. Da sehen sie eine Katze am Weg. Sie macht ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Was siehst du so traurig aus, alter Bartputzer? Ach ja, jetzt bin ich alt und meine Zähne sind stumpf. Weil ich keine Maus mehr fangen kann, will mich die Hausfrau töten. Deshalb bin ich davon gelaufen. Aber wo soll ich nun hin? Geh mit mir nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Dann kannst du ein Stadtmusikant werden. Die Katze findet den Vorschlag gut und geht mit. Dann kommen die drei an einem Hof vorbei. Dort sitzt ein Hahn auf dem Tuch und schreit aus vollem Hals. Warum schreist du so laut? Die Hausfrau will mir heute Abend den Kopf abschneiden und mich morgen in der Suppe essen. Nun schreie ich aus vollem Hals, solange ich noch kann. Sie können aber die Stadt Bremen an einem Tag nicht erreichen. Abends kommen sie in einen Wald, wo sie übernachten wollen. Dort finden sie ein hell erleuchtetes Räuberhaus. Der Esel nähert sich dem Fenster und schaut hinein. Was siehst du, Grausschimmel? Was ich sehe? Einen gedeckten Tisch mit schönen Essen und Trinken. Und um den Tisch herum sitzen die Räuber und lassen sich schmecken. Die Tiere halten Rat, wie sie die Räuber hinausjagen können. Da stellt sich der Esel mit den Vorbeinen auf das Fenster. Der Hund springt auf seinen Rücken, die Katze klettert auf den Hund und der Hahn setzt sich auf die Katze. Auf ein Zeichen fangen sie alle an, ihre Musik zu machen. Der Esel schreit, der Hund bellt, die Katze miaut und der Hahn kräht. Dann stürzen sie durch das Fenster in die Stube hinein. Die Räuber meinen, sie sehen ein Gespenst. Entsetzt fliehen sie in den Wald hinaus. Nun setzen sie sich, die 4 Tiere, an den Tisch und essen und trinken nach Herzenslust. Als sie alle hart satt sind, machen sie das Licht aus und gehen schlafen. Der Esel legt sich auf den Mist. Der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd und der Hahn setzt sich auf den Dachbalken. Um Mitternacht sehen die Räuber von weitem, dass kein Licht im Haus brennt und dass alles ruhig ist. Der Hauptmann schickt einen Räuber dorthin, um das Haus zu untersuchen. Er findet alles still und ruhig und will ein Licht anzünden. Da springt ihm die Katze ins Gesicht und kräht ihn fürchterlich. Als er zur Hintertür hinausläuft, beißt ihn der Hund ins Bein und dass er über den Hof am Mist vorbeiläuft. Gibt ihm der Esel noch einen kräftigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn wird auch wach und ruft vom Dachbalken herab. Das ist eigentlich best vollkommen kikriki. Du willst mich haben, denn du findest mich schön. Ich muss sagen, das kann ich gut verstehen. Du machst Geschenke und wäschst bei mir ab. Und ich denke,
dass ich's gut bei dir hab. Doch da gibt es eine Sache, die ich gar nicht leiden kann. Kommen deine feuchten Lippen zu nah an mich ran. Küssen verboten, küssen verboten.